Der Halloween-Trank. Ah, gruselige Monster. Süßes oder saures? Oh, ich verstehe. Es ist Halloween. Was für fantastische Kostüme ihr alle habt. Ihr seid ein ziemlich furchteinflößender Haufen. Hallo, Elli. Elli, die Hexe, bereitet ein schauriges Gebräu aus Spinnenbeinen, Eidechsenschwänzen und Brokkoli zu. Oh, nein? Ah, es ist nur Kürbissuppe. Lecker. Pato, ich glaube, ihr habt kleine Raupe vergessen. Mehr? Seht mal da! Ein Monster! Ein Monster! Das Monster ist weg. Wo ist es hin? Ja! Pato sagt die Wahrheit. Ich habe es auch gesehen. Es war groß und unheimlich. Ihr glaubt uns nicht? Süßes oder saures? Oh je, sie glauben uns nicht. Jetzt ist es endlich soweit. Süßes oder saures? Octopussinur, eine Hexe, wie unheimlich. Oh, du findest sie wohl nicht gruselig. Octopussinur, noch ein Monster. Und dieses ist furchterregend mit seinen... Wow, du bist wirklich nicht leicht zu erschrecken, Octopus. Pass auf, Octopus, ein Vampir. Oh nein, es ist der schreckliche Vampir Pato. Hä? Kleine Raupe? Hört mal her, wir haben schon wieder das Monster gesehen. Ihr werdet es nicht glauben. Es ist... Nein, 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 nein. Hört zu. Hört mir doch mal zu. Oh nein, sie sind schon wieder weg. Pato, lass mich erklären. Ich weiß, wer das Monster ist. Nein, Pato, warte. Ich kann alles erklären. Das Monster ist... Nein, Pato, warte. Ich weiß, was los ist. Ich versuche dir zu sagen, dass kleine Raupe... Nein, 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 Pato, das meinte ich nicht. Pato, ich versuche zu sagen, dass kleine Raupe das Monster ist.
Ja, ich habe ihre Verwandlung gesehen. Ja, ja, Pato. Kleine Raupe. Komm schon, kleine Raupe. Zeig Pato, wie du es machst. Siehst du? Kleine Raupe ist das Monster. Ihr müsst uns glauben. Kleine Raupe ist das Monster. Kleine Raupe, du weißt, was zu tun ist. Seht ihr? Aus irgendeinem seltsamen Grund verwandelt sich Kleine Raupe in ein Monster, wenn sie Kürbissuppe isst. Kleine Raupe, ich glaube, das Problem ist, dass dir Kürbis nicht sehr gut bekommt. Nicht mehr. Oh, arme kleine Raupe. Sie liebt Kürbissuppe. Ja, Ellie hat recht. Sie kann Tomatensuppe probieren. Nichts! Fantastisch! Von nun an gibt es nur noch Tomatensuppe für kleine Raupe. Ein Hoch auf die Freunde und ein Hoch auf Halloween. Macht's gut, bis bald. Die Horrorshow von Pocoyo und Nina. Schau, da kommen unsere Freunde. Hallo alle. Wohin geht ihr? Oh, ich verstehe. Ihr habt Karten zu Pocoyo, Ninas Halloween-Theater. Wie aufregend. Wunderbar. Es ist soweit, dass der Vorhang für diese große Show aufgehen kann. Pocoyo, Nina, das Publikum ist eingetroffen. Seid ihr bereit? Toll. Dann möge die Show beginnen. Zu Berge. Das hat ihn nicht so richtig Angst eingejagt. Thank you.
Wir scheinen heute ein ziemlich abgebrühtes Publikum hier zu haben. Plan B. Plan B? Ah, Pocoyo und Nina haben eine noch viel schreckenerregender Version auf Lager. Sag, dass jetzt das furchteinflößende Horrorschauspiel beginnt. Pocoyo! Unglaublich! Das ist wirklich gruselig. Aber wer bewegt denn die Skelette? Nina! Aber Nina, bist du es, die diese Puppen kontrollierst? Pocoyo! Pocoyo? Aber
Wenn es nicht Pocoyo ist und auch nicht Nina, wer ist es dann, der sich spielt? Unheimlich! Ah! Ah! Oh, das ist aber seltsam. Ah, ich verstehe. Es ist die Wandertheatergruppe Los Hermanos Chihuahua. Theateraufführungen, Geburtstagsfeiern, Taufen, Beerdigungen. Das ist ihre Visitenkarte. Diese Tanzshow gehört also zu eurem künstlerischen Repertoire. An der Zeit, Abschied zu nehmen. Die Show muss weitergehen. Aber so weit wie möglich entfernt von hier. Dieses Abenteuer war angsterregend fürchterlich. Bis bald und auf Wiedersehen. Halloween-Geschichten. Hallo alle zusammen. Hi. Ich sehe, ihr seid schon alle in euren Halloween-Kostümen. Hallo, Nina. Und wo ist deine Verkleidung? Du weißt nicht, was Halloween ist? Nun, Halloween ist eine ganz besondere Nacht, in der jeder sich einen Spaß daraus macht, jeden anderen zu erschrecken. Siehst du? Eine furchterregende Mumie. Ein angsteinflößender Werwolf. Und ein spukender Gespensterpirat. Was ist das, Pato? Du willst eine Gruselgeschichte erzählen? Nun gut, Pato, lass sie uns hören. Es lebte einmal vor langer Zeit ein alter Pirat. Er durchstreifte die dunkelsten dunklen Ozeane. Beladen mit einer Truhe, die randvoll mit leckeren Süßigkeiten. Da plötzlich aus dem schaurigen Nebel heraus ein Geisterschiff. Der Geisterpirat schickte einen riesigen Kraken aus, um die Truhe zu stehlen.
alle Süßigkeiten in schreckenerregende Geistersüßigkeiten zu verwandeln. Nun, ich nehme an, das war gar nicht so gruselig, oder? Pocoyo, willst du es jetzt versuchen? Ja! Vor langer Zeit einmal lebte ein einfacher Junge, der, wenn es Vollmond war, ein schrecklicher, einem die Haare zu Berge stehen lassender, unerträglicher Wolfsjunge wurde. Der Wolfsjunge will einfach nur Fangen spielen. Ellie, willst du es jetzt versuchen? Es war einmal eine Mumie. Die ging eines dunklen und stürmischen Tages auf den Friedhof, um mit ihren Puppen ein gemütliches Picknick zu machen. Und als eine seltsame und verwunschene Musik zu spielen anfing, feierten sie alle eine Zombie-Tanzparty. Nina ist ganz und gar nicht erschreckt von all dem. Ui, was kann das sein? Süßes oder es gibt Saures. Ha! Ah, ah, ah. Ah, das hat jetzt all einen Schrecken eingejagt. Ah, ah. Happy Halloween! Hallo, Pocoyo. Nicht Pocoyo. Supererfinder Pocoyo. Oh, ich verstehe. Du bist ein Supererfinder. Supererfinder Pocoyo. Yay, 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 yay. Und willst du uns eine von deinen Erfindungen zeigen? Tada! Oh, was für ein großartiger Apparat. Wofür ist er denn? Ah! Oh!
ich verstehe. Er ist kaputt. Warte. Oh, da hast du einen weiteren Apparat. Wofür ist der nun gut? Ist noch nicht fertig. Pocoyo, ich frage mich, hast du noch irgendwelche anderen Erfindungen? Vielleicht eine, die fertig ist oder funktioniert? Okay, gut, da lang. Das ist erstaunlich. Eine super Erfindung. Ding. Oh, das ist eine Teletransportationsmaschine. Und würdest du uns die vorführen? Freiwilliger! Pato! Großartig! Pato, Pocoyo hat eine Maschine gebaut und wir würden sie gerne ausprobieren. Wir wollen wissen, ob du, ob du uns helfen willst. Warte! Warte mal kurz hier, okay? Ich verstehe. Dies ist noch einer von deinen Apparaten. Aha. Unglaublich. Es ist eine Gedankenlesemaschine. Indem wir Patos Gedanken lesen, finden wir heraus, ob er an dem Experiment teilnehmen will. Pato sagt ja. Leider sind keine Freiwilligen mehr übrig. Gut gemacht, Ellie. Unser Freiwilliger ist wieder da. Ja, ja. Das ist seltsam. Er müsste doch schon hier sein. Oh nein! Die Maschine hat ein Virus und Pato steckt drinnen fest. Wir müssen ihm da raushelfen. Kleine Raupe, wir müssen Pato befreien. Wenn uns Pocoyo ein Zeichen gibt, müssen wir diesen Knopf drücken und unsere Freunde zurückholen. Gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch Pato finden. Aber die Welt ist riesengroß. Wir werden ihn nie finden. Oh, da ist er. Und das Virus ist hinter ihm her. Renn, Pato, renn! Das Virus. Es ist auseinandergefallen. Oh nein, es setzt sich wieder zusammen.
meinst du, Pocoyo? Oh, es ist an der Zeit, kleiner Raupe ein Zeichen zu geben. In Ordnung, ich kümmere mich drum. Kleine Raupe, erinnerst du dich, was Pocoyo vorhin erklärt hat? Gut, jetzt musst du den Knopf drücken. Nein, nein, konzentrier dich, kleine Raupe, das ist sehr wichtig. Du musst den Knopf drücken. Nein, kleine Raupe, nicht diesen Knopf. Du musst den roten Schalter umlegen, den mit dem roten Pfeil. Nein, kleine Raupe, du musst dich konzentrieren. Komm schon, kleine Raupe, der große Knopf, der rote. Roter Knopf? Genau, kleine Raupe, den roten Knopf. Nein, nein, kleine Raupe, du musst den Knopf drücken. Nein, aber kleine Raupe, wir müssen unsere Freunde wieder zurückholen. Puh, im allerletzten Moment. Das war wirklich aufregend. Hurra! Oh, das Virus, es ist immer noch da. Gut gemacht. Das ist viel besser. Großartig. Jetzt lasst uns neue Abenteuer suchen. Hallo, Pocoyo. Komm, komm. Da lang? Mhm, na schön. Ah, verstehe. Du willst uns einen Zaubertrick zeigen. Ha, 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 ha. Na wunderbar. Du hast nichts in deinem Ärmel. Mhm, sehr gut. Sieh mal. Wie, wo, da? Hier ist doch gar nichts. Ah, ich sehe schon. Da ist etwas auf deinem Kopf. Das hast du gemacht, während wir... ja, du hast eben gezaubert, klar. Aussuchen. Na gut, ich suche mir eine Karte aus und nachher, durch Zauberei, kannst du mir sagen, welche Karte es ist? Hm, mal sehen. Ich nehme den Luftballon. Aber nichts Pocoyo verraten. Fertig, Pocoyo! Ich habe mir eine Karte ausgesucht. Ist das spannend? Wenn du herausbekommst, welche Karte ich genommen habe, dann bist du wirklich ein großer Zauberer. Entschuldigung. Das Haus? Hm. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, ob das die Karte ist, die ich ausgesucht habe? Nein, das ist sie nicht, das Haus. Versuch's noch einmal. Das Auto? Könnt ihr Pocoyo sagen, ob es das Auto war? Nicht. Es war der Luftballon. Ja, ich hatte mir den Luftballon ausgesucht, Pocoyo. Tut mir leid. Kaputt. Ja, sicher, die Karten sind kaputt. Natürlich. Was sonst? Nein. Uiuiui. Pocoyo meint, dass das Spielen mit Zaubersachen sehr gefährlich sein kann, wenn man kein richtiger Zauberer ist. Fasst sie lieber nicht an. Nichts in deinem Ärmel und schwupps, ein Schwamm, nein, ein Ball. Verschwinden. Aha, du willst ihn verschwinden lassen, ja? Pusten. Ist das aufregend? Pocoyo,
Er ist noch da. Wir sollen jetzt alle auf den Ball pusten, damit er verschwindet. Na schön, wir pusten jetzt. Es hat geklappt, Pocoyo, er ist weg. Aber wo ist er hin? Ja, ich sehe ihn. Er klebt an seinem... Nun ja. Pocoyo, wir haben den Ball gefunden. Alle wollen noch mehr, Pocoyo. Das war ein super Trick. Los, zeig uns noch mehr. Das ist wirklich zu komisch. Tut mir leid, Pocoyo, aber... Das ist grandios, Pocoyo. Also, alle sagen, du bist der lustigste Zauberer, den sie je gesehen haben. Wie es scheint, bereiten die Freunde irgendetwas vor. Alle sind mit dabei, außer... Pocoyo, die anderen planen da etwas Besonderes. Willst du denn da nicht mitmachen? Nein! Ah, verstehe, du bist verärgert, weil deine Tricks nicht so geklappt haben, wie du es wolltest, hm? Keine Zauberei! Nun, vielleicht war es keine Zauberei, aber das war die lustigste Vorstellung mit den besten Tricks, die ich je gesehen habe. Sieh dich mal um, Pocoyo. Alle sind gekommen, um die Vorstellung des lustigsten Zauberers der Welt zu sehen. Und es sind wirklich alle. Was sagst du dazu, Pocoyo? Willst du ihnen nicht deinen Trick zeigen? Nein. Oh nein. Oh je. Applaus für Pocoyo, den lustigsten Zauberer von allen. Bravo, Pocoyo. Wie schön, wenn jeder mit sich zufrieden ist. Macht's gut und bis bald. Tonight, there's a full moon. And the monsters start to wake up. And these monsters love to dance. You're invited to their party. Oh, just for that, don't be afraid to party. Cause if you don't dance, you are something. Halloween disco, Halloween disco. Don't be a ghost, let's see you shake the bones. Disco, Halloween disco. Let's funky groove out to these funky tunes. Hey.
bats will come out of their cave. And they want you all to listen. They will shout out, "Trick or treat!" So that they can get some sweets. Oh, just for that, don't be afraid to party. Cause if you don't dance, you are so free. Halloween disco, Halloween disco. Don't be a ghost, let's see you shake the bones. Disco, Halloween disco. Let's spooky groove out to these funky toes. Vampires, mummies, zombies, and skeletons. On the dance floor, dancing faster. Tonight we may all die. Halloween disco, Halloween disco. Zauberwörter. Brumm, brumm. Hallo, Pocoyo. Hi. Brumm, brumm. Kann mir jemand verraten, mit was Pocoyo das spielt? Bauplätze! Bausteine? Nein, nein, ich glaube, Pocoyo spielt mit... Oh je, es sind wirklich Bausteine. Nun, mit Bausteinen spielen macht auch Spaß. Sehen. Pocoyo hat einen beeindruckend hohen... Da, das ist aber seltsam. Wo kommt die Standuhr daher? Das ist eine gute Idee. Ein kleines Nickerchen im kühlen Schatten eines herrlich belaubten Kühlschrank. Sieht alles sehr lecker aus, Pocoyo. Vielleicht Zeit für einen Imbiss. Nun, machst du dir ein Sandwich? Gute Idee. Als erstes nimmt man eine Scheibe... Danach eine Scheibe... Oh, wie lecker sieht dieses... Auch gut, wenn du schon dein Sandwich nicht essen kannst, kannst du wenigstens auf dem Banjo spielen. Ja,
Es gibt nichts Schöneres als auf einer Pocoyo, ich bin ganz deiner Meinung. Lass uns dieser Sache auf den Grund gehen. Ah, jetzt verstehe ich alles. Nina spielt Zauberwörter. Party! Ah, sehr gut, Pocoyo. Eine Party. Fehlt da etwas? Hallo, Pocoyo. Hallo. Was hast du denn da? Ein Zug. Ah, großartig. Hallo, kleine Raupe. Hallo, Pato. Hallo, Elli. Hallo, Baby Peeps. Hallo, Schlummer Peeps. Oh, was ist denn das? Das sieht ja wie ein Raumschiff aus. Und es fliegt direkt zu Pocoyos Welt. Ich hoffe ja nur, dass es freundliche Aliens sind. Nun, zumindest sind sie höflich. Uch. Du musst keine Angst haben, Pato. Alles in Ordnung. Oh je.
Wie es scheint, mögen sie dich sehr, Ellie. Lauf! Pocoyo, hör mal. Ellie und Pato müssen dir unbedingt etwas erzählen. Sie haben gerade ein Raumschiff gesehen. Da ist es. Ja, da. Nein, nicht da. Dort. Pocoyo glaubt mir nicht. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, wo das Raumschiff ist? Hinter deinem Rücken. Ja, genau. Da ist es. Pato ist aber auch sehr mutig. Nun seht euch das an. Das ist ja ein Auto. Ein klitzekleines, winziges Auto. Und da sind sie, die Aliens. Das sind ja akrobatische Aliens. Und sie sind wirklich richtig nett. Oh ja, kommt, wir klatschen alle zusammen für unsere neuen Freunde. Was ist denn das? Ah, verstehe. Das ist der Zirkus der einzigartigen Marsbrüder. Zirkus? Ja klar. Weißt du denn nicht, was ein Zirkus ist, Pocoyo? Ja? Nein. Zirkus. Das ist ja unglaublich. Ein Zirkus. Ja, Pato, du hast recht. Er ist ziemlich klein. Hallo, Mann und Ryu. Ein Groß-Kleins-Apparat. Was denn nun? Das ist ja ein richtig großer Zirkus. Oh, mir scheint, Pato hat den Groß-Kleins-Apparat entdeckt. Oh nein, sie sagen, wenn man den falschen Knopf drückt, kann das ganze Universum zerstört werden. Zirkus! Ah, verstehe. Unser kleiner Freund hier sagt, sie müssen noch ein bisschen üben und deshalb sollen wir gehen. Was sagst du, Ellie? Ihr wollt bleiben und zusehen? Nun ja, vielleicht dürfen wir hier bleiben, wenn wir sie ganz lieb und nett fragen. Seid ihr bereit? Wie schön! Wir dürfen bleiben! Wir präsentieren das stärkste Alien der Galaxis! Ellie meinte, naja, diese Gewichte sind recht niedlich, aber ein bisschen sehr klein. Oh, hoppla! Bravo! Applaus! Applaus! Hurra!
jetzt die nächste Nummer. Der todesmutige Wasserspringer. Was sagt Pato da? Der Turm ist nur ein Türmchen? Ganz offensichtlich ist das Wasser sehr kalt. Und jetzt das große Finale. Großartig. Kommt, wir applaudieren den Marsbrüdern. Klatscht in die Hände. Aha. Unser Freund hier meint, dass es höchste Zeit wäre, ein paar Plakate für die Zirkusvorstellung aufzuhängen. Natürlich, das Fliehwusch. Pocoyo kann euch alle in seinem Fliehwusch mitnehmen. Genau. Zuerst laden wir unsere Freunde ein. Schlummerpieps und Babypieps. Wal und auch Oktopus Fred. Jetzt bin ich aber gespannt, was Elli und Pato gerade machen. Hallo, Elli. Hallo, Pato. Ist das der Zapparat, der... Ja, aber die Aliens haben dich gebeten, nicht damit herumzuspielen. Sie haben gesagt, ganz schreckliche Sachen könnten geschehen. Nein, Pato, du sollst doch nicht... Damit auf! Oh. Wenn ich nur wüsste, wo Pocoyo ist. Ach, da! Und schon fertig. Aber jetzt müssen wir schnell zurück zum Zirkus. Oh, ein ärgerliches Alien. Was haben die wohl vor? Was? Das ist ja der ultramagnetische Magnet 3000! Das sieht aber gar nicht gut aus. Hallo! Thank you.
scheint so, als ob ärgerliche Aliens gern in den Zirkus gehen. Tschüss! Jetzt ist es aber höchste Zeit, sich für die Vorstellung fertig zu machen. Ja, oh nein, die ärgerlichen Aliens haben den Zirkus ohne dich gefunden. Der kleine Herr vom Mars meint, irgendjemand hätte mit ihren Sachen gespielt. Sie haben alle die falsche Größe und jemand hat den Zapparat genommen. Ellie? Ah, da sind sie ja. Und sie machen alles größer. Ellie mag es gar nicht, wenn man mit ihrer Puppe Quatsch macht. Irgendetwas tun, bitte! Stopp! Hallo, Pocoyo. Was für ein Glück, dass du hier bist. Böse, böse! Und wirst du den Zapparat zurückbringen, Pocoyo? Vielen Dank, Pocoyo. Ich will mir gar nicht vorstellen, was noch alles passiert wäre, wenn du nicht gekommen wärst. Du wirst doch nicht... Aliens sind geschrumpft. Ihr habt den Zapparat kaputt gemacht. Und da ist ein Zelt voller ärgerlicher Aliens, die auf eine Zirkusvorstellung warten. Das ist kein Problem. Was ist los, Pocoyo? Du hast eine Idee? Tada! Du meinst, ihr macht die Zirkusvorstellung?
Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, als erstes hätten wir... Fred. Ich? Fred, dein Auftritt. Er jongliert. Und das ist Fred. Vorstellung, du bist spitze. Und nun, in der großen Manege, Bato, der Clown. Wie es scheint, mögen die ärgerlichen Aliens keinen Stepptanz. Oh ja, die gigantische Elli! Wunderbar, danke Elli! In unserem großen Finale haben wir den Beherrscher der Lüfte, Pato, assistiert von seinem schlafwandelnden Partner Schlummerpieps, gefolgt von der pfeilschnellen Motorradpilotin Kleine Raupe, der lebenden Kanonenkugel Baby Pieps und Lula, dem wilden Löwen. Und Fred, nicht zu vergessen, Fred! Und ganz da oben die Wasserspringerin Elli. Und hier unten mit verbundenen Augen haben wir Pocoyo. Getrunken. Apparat ist auch repariert. Bravo! Wie schön, dass es so einen galaktischen Zirkus gibt. Wie schön, wenn neue Freunde sich helfen. Macht's gut. Bis bald.